Hey Leute, Torpe hier und willkommen zur 11. 100% Zerstörung heute von der wahrscheinlich zerstörbarsten Map in Rainbow Six Siege von Konsulat. Und warum ich das sage, werdet ihr gleich sehen, denn hier auf der Map, das ist einfach nur der helle Wahnsinn, was hier alles zerstörbar ist. Wir fangen jetzt gleich mit dem Map-Rundgang an. Kurz zu Anfang sei gesagt, am Ende der Folge könnt ihr wieder voten, denn ich gebe euch wieder drei Maps zur Auswahl, die als nächstes zu 100% zerstörbar werden. Und ihr lasst mich unten in den Kommentaren wissen, welchen von den dreien ich als nächstes zerstören soll. Und die werden dann in der entsprechenden Reihenfolge nach Votes zerstört. Wir fangen mit dem Map-Rundgang an und da seht ihr schon hier oben im Office, der ganze Boden ist zerstörbar, größten Teil der Wände auch. Hier in diesem Vorraum ebenso der ganze Boden zerstörbar. Hier drüben, das ist was, das weiß nicht unbedingt jeder. Hier im Badezimmer, der Boden ist auch zerstörbar. Komme ich gleich noch zu, was man damit so alles machen kann. Hier die Toiletten kann man übrigens auch zerstören. Nur so als Info. Und dann geht es hier schon weiter. Und das ist hier sehr interessant. Okay, das weiß man eigentlich, dass hier der Boden zerstörbar ist in diesem Besprechungszimmer. Aber hier vorne bei der Rezeption im Gang, das weiß man nicht so hundertprozentig, dass hier der Boden zerstörbar ist. Und ihr seht schon hier, die Rezeption an sich ist auch zerstörbar. Hier werdet ihr gleich sehen, kann man sich auch ein paar schöne Winkel nehmen. Was man auch nicht hundertprozentig wissen muss, ist, dass hier dieser Bogen, dieser Halbkreis zerstörbar ist. Über den Stairs auch sehr schön, um sich ein paar Winkel zu basteln. Aber dann geht's weiter und hier oben in der zweiten Etage, ihr seht, der ganze Boden hier zerstörbar. Richtig heftig, außer hier in dieser kleinen Küche, in diesem Pausenraum. Sonst hier das ganze Büro, der ganze Boden hier über Visa ist zerstörbar. Und wo ich gerade Visa sage, da springen wir doch direkt mal hier runter. Und dann seht ihr, fast das komplette Visa hier ist zerstörbar. Die komplette Decke. Und das ist natürlich unten über dem Archiv. Da kann der Biocontainer sein. Und das ist natürlich ziemlich heftig, wie man hier von oben angreifen kann. Hier im Schalterbüro geht es auch weiter. Hier auch der ganze Boden zerstörbar. Dann kommt hier eine lange Zeit nichts. Hier seht ihr, der ganze Boden ist fest. Kann man nicht zerstören, mal abgesehen von den Dropdowns. Aber hier geht es weiter. Und zwar über der Garage bzw. über der Küche. Hier oben im Vorzimmer und auch im Pianozimmer. Hier seht ihr, der ganze Boden auch wieder komplett zerstörbar. Hier übrigens ist das Badezimmer hier in diesem Gang. Und hier sind auch noch ein paar Wände zerstörbar. Und dann gehen wir auch schon runter. Natürlich die Garage zerstörbar an sich. Hier seht ihr, hier ist das Pianozimmer drüber. Seht ihr, wie krass das ist und wie weit man hier gucken kann. Und dann gucken wir uns noch hier hinten ein bisschen das Archiv an sich an. Hier sind auch so die ein oder andere Wand zerstörbar. Plus halt, ne, hier dieser kleine Raum, hier die Wand. Und dann seht ihr, hier ist das Archiv drüber. Das war mehr oder weniger der Map-Rundgang. Jetzt gehen wir wie immer über ein paar Spots, beziehungsweise über ein paar krasse Sachen, die man machen kann. Ich will hier unten anfangen und das war's. Das wurde am Donnerstag in der Pro League von den P-Ducks, von den Playing Ducks verwendet gegen Penta. Und zwar wurde da oben vor dem Fenster der Boden aufgemacht. Hier der Hedge wurde nicht komplett aufgemacht, sondern nur quasi ein Loch reingeschossen. Und dann kann man von hier unten aktiv sogar oben mitverteidigen. Wenn man oben da, ich glaube, P-Ducks musste oben hier, ganz oben in der zweiten Etage, die Bomben verteidigen. Und das ist natürlich sehr sneaky, wenn man hier unten steht und von hier unten das Fenster abaimen kann. Und wenn da ein Gegner reinrepellt, die Drohnen natürlich nur da oben, die achten hundertprozentig nicht darauf, dass man durch zwei Etagen gepiekt werden kann. Richtig geiler Winkel hier. Wie gesagt, einfach vor dem Fenster den Boden aufmachen. Und den Hedge hier müsst ihr auch nicht komplett aufmachen, da könnt ihr einfach nur ein Loch reinschießen. Richtig nicer Winkel. Und natürlich kann man das Ganze noch hier drüben ein bisschen erweitern. Es wird zwar ein bisschen komplizierter, aber ihr seht schon, man könnte theoretisch wirklich in der zweiten Etage aus dem Keller raus verteidigen. Und zwar da seht ihr das eine Fenster von den zwei Fenstern, dort ist das andere. Und wenn ihr da ein paar Löcher vor rein macht und dann macht ihr euch hier ein Loch, am besten mit Impact-Granaten oder halt mit einer Shotgun. Aber mit Impact-Granaten sollte das Ganze groß genug werden, damit ihr es auch wirklich sehen könnt. Könnt ihr hier aus ganz kuriosen Winkel diese Fenster verteidigen. Und vor allen Dingen könnt ihr auch ein bisschen davor gucken, wenn die Gegner da repellen. Also es ist definitiv möglich, es erfordert halt eine Menge Arbeit, aber es ist eine Alternative. Genauso könnt ihr hier ist ja normalerweise eine Wand, wo ich stehe, euch hier an die Wand stellen. Und dann könnt ihr euch hier einen Winkel auf dieses Fenster machen. Da ist noch ein bisschen Boden, sehe ich gerade.
Und wenn wir den wegschießen, dann seht ihr, was ein genialer Peak das ist. Ihr könnt von hier unten nach ganz oben pieken. Ihr müsst halt immer nur vor den Fenstern aufmachen. Und dann seht ihr, wo ich hier stehe, wo ihr die Decke vom Keller in die erste Etage aufmachen müsst. Ein etwas einfacher und logischerer Winkel ist es, wenn ihr Archiv verteidigt, hier immer ein Loch in den Boden reinzumachen vor diesem Fenster und dann von hier das Fenster zu verteidigen, dass die Gegner hier am besten erst gar nicht in das Visa-Büro reinkommen. Ihr könnt ja auch mit C4 spielen. Bei so viel Zerstörung übrigens hier auf der ganzen Map kann man überall mit C4 tricksen und überall von einem Stockwerk unten drunter verteidigen. Wenn ihr schon mal Pro League gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. In der Pro League wird sehr, sehr häufig hier unten ein Puls verwendet, um oben in der zweiten Etage das Planten des Diffusers zu verhindern. Und das kann er wunderbar machen. Hier ist eine Bombe und hier drüben, wo ich gerade war, ist normalerweise die andere. Und dann kann man hier unten immer schön rotieren mit seinem Pulssensor und die Gegner wunderbar tracken. Ansonsten, wenn ihr angreift, unten, wenn ihr die Garage angreift, ist es natürlich logisch, hier kann man schön vor der Garage aufmachen. Wenn ihr einen Bandit habt als Gegner, der an der Garage am Bandit tricksen ist, das lässt sich auf dieser Map super einfach vermeiden. Wie gesagt, guckt, dass ihr hier oben zu zweit reingeht, einer covert hier die Türen und der andere, am besten Fall Bug oder halt auch ein Sledge, macht hier oben direkt close auf und guckt, dass er die Bandit-Ladungen wegschießt oder aber sogar den Bandit wegschießt, wenn er da unten vor der Garage sitzt. Und nicht nur den Bandit könnt ihr aus dem Piano hier oben angreifen. Ihr könnt auch hier unten hinter dem weißen Van angreifen. Ihr seht, hier sind so Tische drin. Dann macht ihr einfach hier ein Loch. Und dann könnt ihr hier hinter den weißen Van gucken. Ist unten eine sehr, sehr beliebte Position in der Garage. Da man das von den Garagentoren, wenn ihr sie einmal aufhabt, nicht sehen kann. Aber von hier oben, wie gesagt, wunderbar. Und das geht hier oben immer so weiter. Hier kann man auch aufmachen. Da kann man auch hier hinter gucken. Oder aber ihr könnt auch hier aufmachen ganz scharf und dann euch hinlegen. Dann könnt ihr hinten fast schon bis zu diesen weißen Rohren gucken, die da hinten liegen. Aber das könnt ihr auch sowieso von hier. Also hier oben Piano, wenn ihr Garage angreift, ist eigentlich schon mehr oder weniger Pflicht, mit einem Sledge oder einem Bug hier den Boden ein bisschen aufzureißen. Allein schon, damit die Verteidiger unten ein wenig ins Rotieren kommen. Solltet ihr als Angreifer das Archiv angreifen müssen, ist es meistens sehr, sehr risikoreich, hier oben im Visa reinzugehen und aufzumachen. Denn wenn die Gegner einen Puls oder eine Valkyrie haben und C4 von unten schmeißen, ist es meistens für einen der sichere Tod hier oben, wenn der Puls oder die Valkyrie einigermaßen gut damit umgehen können. Deswegen ist es immer ratsam, darauf zu achten, ob ihr einen Puls oder eine Valkyrie im Gegnerteam habt. Ansonsten, wenn ihr einen Fuse habt, ich sehe immer Fuse, Leute, die fusen gerne hier und hier und dann noch da vorne einmal und nur hier hinten. Wo ihr auch hingehen könnt, ist hier, um hier hinten diese Ecke zu fusen, finde ich es doch sehr viel besser, hier zu fusen, ungefähr in der Mitte von der Wand hier. Hier sind zwei Wände. Dann einmal hier fusen und was richtig nice ist als Fuse ist, wenn ihr hier an den Drucker geht und hier vorfused, so in Verlängerung dieser Kante, dort. Warum? Wenn sich da unten ein Gegner, ich zeig's am besten mal, hier reinkämmt in den Raum, meistens ist hier alles zugemacht, okay, hier hintenrum kommt er meistens nicht in den Raum zurück. Und meistens legt er sich dann hier so hin, um irgendwie einen guten Winkel zu haben, hier irgendwas zu verteidigen. Wenn ihr dort fused, okay, die Dinger, die werden bouncen, teilweise hier durch, teilweise hier hinten hin. Und das Ding ist, er kann erst reagieren oder wird's wahrscheinlich erst hören, wenn der Fuse losgeht. Und wenn er dann hier noch vorne rausläuft, wird er in die Fuse-Ladung reinlaufen. Das heißt, das geht nicht. Das Einzige, was er halt machen kann, ist sich nach ganz hier hinten zu verstecken und einfach nur zu beten, dass keiner von diesen Bällen hier hinten ihn kriegt. Aber wenn einer hier drin ist, immer schön hier oben die Ecke an dem Drucker fusen. Denn da werdet ihr wahrscheinlich einen Kill bekommen. Denn der hier kann hier nicht mehr flüchten aus diesem Raum. Einen weiteren Spot, den ihr als Verteidiger nutzen könnt, um das Archiv zu verteidigen, ist hier oben ungefähr hier bei dem Tisch. Wenn ihr als Verteidiger Impact-Granate oder Shotgun habt, natürlich hier oben ein kleines Loch reinmachen. Irgendwo so hier in Höhe dieses Tisches. Und dann könnt ihr hier diese Stairs von oben abaimen. Am besten ist es, aber das ist sehr schwer zu treffen, den Punkt, hier. Denn hier könnt ihr über diese Wand vorbeigucken. Und das scheint wieder hier, ihr seht, wenn ich weiter zurückgehe, geht die Wand eigentlich bis ganz oben. Und ihr guckt hier quasi einfach so drüber dran vorbei. Das scheint wieder so ein Glitch zu sein, dass man hier mehr oder weniger von da unten nicht gesehen werden kann. Ich zeige es am besten mal. Das Ding ist, man sieht halt jetzt eine Menge oben, aber hier diese Wand ist das. Okay, und ihr könnt eigentlich nicht gesehen werden da oben
Weil das ist noch eine Strebe weiter nach hinten ist. Okay, ihr könnt von hier, von da unten bis hier zu diesen Streben sehen. Okay, bis es hier quer geht. Aber ihr könnt von dahinter, und hier könnt ihr aufmachen und trotzdem die kompletten Stairs sehen. Ja. So ziemlich diesen Fernseher hier als verlängerte Kante nehmen und dann hier Höhe dieses Fußes ungefähr hier aufmachen. Dann wisst ihr, wo der Spot ist, wo man aufmachen muss. Kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen. Natürlich die Cavera-Spots. Und Cavera, für Cavera ist Konsulat eine absolute Traum-Map. Denn nicht nur ist die Map riesig und das ist ja immer sehr gut für Cavera. Nein, es gibt auch eine ganze Menge richtig, richtig guter Spots, wo man sich verstecken kann, die erstmal gedroht werden müssen. Hier sind schon mal zwei, hier könnt ihr euch die Seite aussuchen. Natürlich immer Impact-Granate nehmen, um den dort eigentlich stehenden Schreibtischstuhl weg zu impacten. Aber das geht dann weiter. Hier in der Mitte kann man sich auch gut und gerne hinlegen. Oder aber, und da machen wir jetzt oben weiter, natürlich im Office, im Konsulbüro da vorne. Da kann man sich überall drunter legen. Ich weiß nicht, je nachdem, wo es nicht gedroht wird. Hier kann man sich hinlegen. Sehr beliebt und deswegen würde ich es nicht machen, ist hier. Hier ist auch natürlich so ein schöner Spot, aber wie gesagt, sehr beliebt. Hier. Oder aber ihr geht hier auf die andere Seite, denn hier kann man sich auch hier noch drunter legen. Das auch ein sehr guter Spot für Cavera. Hier natürlich auch, aber das ist schon wieder wie auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, es gibt massig Spots. Einen anderen will ich euch noch zeigen, sollten die Gegner irgendwie von hinten immer gerne angreifen. Natürlich überall hier wieder eine Impact-Granate nehmen, weil hier steht auch ein Schreibtischstuhl. Und dann habt ihr hier noch einen richtig geilen. Normalfall steht ja hier jetzt keine Bombe vor, sei denn ihr spielt hier oben Bombe. Aber dann ist dieser Spot für Cavera sinnlos. Also könnt ihr euch hier auch so ein bisschen Winkel bauen, eigentlich der hier auf die Tür kommt. Hier sieht man so ein bisschen, ja, und dann kann man von da wunderbar verteidigen. Also es gibt eine ganze Menge geiler Cavera-Spots. Auch einfach hier in einer der Toiletten sich verstecken, ist auch wunderbar für Cavera. Kommen wir jetzt zu einem Peak, den ich mal wieder nur hierdurch entdeckt habe und weil ich gar nicht so wusste. Man kann diese Rezeption hier, ihr seht's, durchlöchern und man kann sie irgendwie komplett aufschießen. Und hier links kann man sich einen sehr schönen Spot auf die Tür bauen. Ihr seht's hier. Okay, vorne aufmachen, hinten aufmachen. Rechnen im Normalfall die Angreifer kaum mit. Ihr könnt sogar mehr oder weniger Spawn peaken dadurch. Okay, ihr seht, wenn die Tür zu wäre, würdet ihr auch sehen unten, dass da Gegner vorbeilaufen. Und wenn ihr dann schnell seid, könnt ihr die hier so wegtappen. Richtig krasser Spot hier. Auch wenn die Gegner euch angreifen hier. Ihr seid eigentlich immer im Vorteil über diesen kleinen Mini-Peak hier. Ansonsten solltet ihr das Visa-Büro verteidigen. Da ist ja der Bio-Container auch schon mal des Öfteren drinne. Dann könnt ihr hier oben den Boden natürlich aufreißen. Hier natürlich vor der Haupteingangstür ist so ein richtig geiler Spot. Auf der anderen Seite drüben natürlich wunderbar, um hier dieses Fenster abzuelben. Also das sind alles hier so Spots. Okay, hier ist die Kante als Verlängerung, damit ihr wisst, wo das ist. Hier könnt ihr auch schon aufmachen. So könnt ihr direkt vor das Fenster pieken. Also das ist wunderbar hier oben, dieses Büro, um Visa zu verteidigen. Und den Dropdown könnt ihr immer aufhaben, um zu flüchten, falls die Gegner euch von den Fenstern aus angreifen. Wenn ihr oben verteidigt, sind diese zwei Wände mal wieder leider falsch rum verstärkt. Eigentlich super geeignet, um ein Mira-Fenster reinzubauen. Okay, ihr verstärkt hier in der Mitte und lasst vielleicht rechts und links offen. Mira-Fenster hin und dann könnt ihr hier warten, bis die Gegner an den Fenstern kommen. Wie gesagt, wenn ihr hier oben verteidigt, ist das Objective bei Geisel da hinten. Der Bio-Container selbst ist hier vorne drin, aber ihr könnt dann einfach hier drinnen spielen und diese Fenster von diesem Mira-Fenster hier verteidigen. Wie gesagt, ihr könnt euch hier natürlich auch noch ein bisschen was aufmachen. Alles wunderbar. Wie gesagt, diese Map ist so krass in Sachen Zerstörung, dass so viel möglich ist. Ich kann gar nicht über alles gehen in diesem Video, was eigentlich möglich wäre hier. Noch eine Sache ist natürlich hier vorne die Haupteingangstür. Wenn ihr sie nicht da unten aus diesem Cheeky-Spot verteidigen wollt, könnt ihr sie natürlich auch wieder von oben verteidigen. Einfach nur sehr geil, dass man hier den ganzen Boden aufreißen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für den Piano-Raum. Wenn ihr in der Garage spielt zum Beispiel, und ich habe euch ja eben gesagt, es ist sehr gut in Piano reinzugehen da oben und von da die ganze Decke aufzureißen. Natürlich könnt ihr als Verteidiger auch wieder hier oben roamen und dann macht ihr euch
Ihr nehmt einfach das Fenster, okay, das ist genauso wie unten das Fenster. Und dann macht ihr hier vor ein bisschen auf. Wie gesagt, ihr müsst einen Schritt zurücksteppen, weil hier ganz vorne geht die Decke leider nicht auf. Aber hier könnt ihr aufmachen, dann könnt ihr das Fenster verteidigen. Hier drüben an der Flagge, wie gesagt, nehmt einfach wieder das Fenster. Und dann ist wunderbar, dann könnt ihr das Fenster verteidigen. Einfach nur super. Und ihr könnt euch hier auch wieder den Dropdown aufmachen lassen, damit ihr einen schnellen Fluchtweg habt. Oder aber ihr macht hier drüben den Dropdown auf. Hier diesen. Und dann könnt ihr sogar, wenn ihr die Leute unten im Piano verpasst und sagt, okay, da sind welche im Piano, ihr wisst, vielleicht durch einen Callout, vielleicht habt ihr es gesehen, dann könnt ihr hier droppen und wunderbar die Leute im Piano direkt flanken. Eine weitere Möglichkeit, die euch offen steht, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass das hier alles so krass zerstörbar ist, vor allen Dingen nicht dieser Bogen, aber hier könnt ihr euch auch Löcher reinmachen, wenn ihr roamt. Am besten, wenn das Objective Garage oder Archiv ist, also ganz unten im Keller, weil dann wird hier oben eigentlich selten abgecheckt. Ihr könnt euch hier ein Loch reinschießen. Damit könnt ihr den Ausgang vom Visa-Büro beobachten, wenn ihr hier ein Loch reinmacht. Viele Leute, die aus dem Visa kommen, gehen dann irgendwann gerne hier über die Spiral Stairs runter. Hier könnt ihr euch dann auch noch ein Loch reinmachen. Was natürlich auch möglich ist, ist, ihr könnt euch hier oben im Hallway bzw. hier auch noch Löcher reinmachen, um diesen Gang hier abzuaimen. Das wäre meine 100% Zerstörung von der Map Konsulat. Wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten hier auf der Map. Es wäre einfach unmöglich, die alle in ein Video reinzupacken. Probiert ein bisschen was aus. Ich habe euch jetzt gezeigt, was man so alles aufmachen kann. Ich habe mega lange hier dran gesessen, deswegen mich freut es immer, wenn ihr einen Daumen hoch drückt bei sowas. Jetzt natürlich die nächsten drei Maps und es sind nicht mehr viele übrig und deswegen ergeben sie sich so ein wenig von selbst. Oregon, Kanal oder Herford Basis sind die nächsten drei Maps. Lasst es mich wissen, welche soll ich als nächstes zu 100% renovieren. Übrig bleibt dann noch Yacht. Yacht mache ich ganz am Ende gesondert, weil ich mir davon, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel erwarte. Aber auch da können wir überrascht werden, dass es dann noch die ein oder andere Sache gibt, die man nicht weiß. Das wär's für mich. Haut ihr rein. Bis zum nächsten Video. Euer Topper.